an. So, es knüpft jetzt direkt an am Serverabbruch. Ne, oh, jetzt sah ich das auch schon, wie du es meintest. Nein, nicht Serverabbruch, sondern Router-Neustart. So, da war es jetzt. Wir sind wieder zurück. Und, genau. Steve wollte als erstes gerne sich opfern. Mach länger. Oh. Ich meine, ich spiele es ja auch gerne, aber das Problem ist einfach nur, man muss ja diese Zeit angemessen finden, ne? Ich finde jetzt, wäre wirklich ein passender Zeitpunkt, um zu sagen, okay, hey, was wäre für euch dieses perfekte Star Wars Spiel? Natürlich auch für euch Leute jetzt hier, die das dann sich später mal angucken. Oh, bevor ich es vergesse, ich mache einen Stopp noch mit an, dann kann ich das nämlich mir angucken. Beziehungsweise weiß dann so, wie lange ich die Aufnahme noch mache. Ah, egal. Ja, nimmt auf. Macht die nicht dieses komische Machtziehen eigentlich? Ha, merkwürdig. Meine Freunde warten. Also los. Skyrim wollte ich auch noch weitermachen, Leute. Ich will so viel machen. Das ist so ätzend. Man hat die Ideen, man hat die Gedanken und dann. Ich meine. Meine Vorstellungen sind, dass wirklich irgendwann mal vielleicht unabhängig werden und wirklich vielleicht mit YouTube irgendwann mal was reißen zu können, ne? Aber noch nicht jetzt. Noch nicht heute, noch nicht jetzt. Und so gerne würde ich mir aber die Zeit nehmen, aber sie ist einfach nicht da. Jo. Oh, da ist die nächste Kitzelte. Seid ihr noch da? Streaming ist an? Nö, doch, müsste da sein. Oh ja, den nehmen wir auf jeden Fall mit. Es gibt nicht wieder Kommandopunkte. Perfekt. Alle auf einmal. Ist hier irgendwo hinten eine Kiste? Nee. 6 von 8, da fehlen noch 2. Hier ist 1 und wo ist Nummer 2? Haben wir eine übersehen? Tut mir leid. Aber in der Hinsicht bin ich doch ein bisschen süchtig. Ja gut, bin mal weg. Okay, aber vielen Dank, Tim, dass du trotzdem reingeschaltet hast, ne? Also für die kleine kurze Zeit hier. Ja, definitiv. So oder so sieht man sich wieder. Sei es im Livestream, sei es in der Aufnahme. Allzeit bereit, immer bereit, wirst du Bescheid. Ich bin da, wo sonst keiner da ist. Ah, hier war die Kiste. Hat sich so versteckt gerade. So, und da waren es nur noch 2. Stimme ist weg. Level 2125 bin ich jetzt schon. Das ist gar nicht so schlecht eigentlich. Ich habe vor ein paar Wochen angefangen. Vor 2 oder 3 Wochen. Seht ihr das bei euch verruckelt oder nicht? Das sieht nämlich bei mir so merkwürdig hier aus. Warte mal ganz kurz. Könnte vielleicht jetzt besser laufen. Ich weiß es nicht. Egal. Wir machen einfach weiter. Da brauchen wir. Doch. Da müssen wir reinspringen. Nee. Da bin ich immer so kritisch und sage so, okay, wenn es für einen vielleicht in Ordnung ist.
Muss es ja nicht gleich heißen, dass es für die anderen in Ordnung ist oder generell so. Ich meine, der Stream läuft auf 720p. Ich glaube, die Aufnahme auch, soweit ich weiß. Was eigentlich nicht meinen Standards entspricht. Deswegen mache ich das meistens nur so als Ausnahme, wenn ich jetzt irgendwie streame oder so. Das ist dann alles... Ja. Was macht so komisch Geräusche? Ist das Kristall oder der Bohrer? Ich glaube, der Bohrer, ne? Oh, ist der weggeflogen. So. Wow, 5 hat er gegeben. Kabum. Oh, das bisschen. Ich sah gerade noch das bisschen. Ich bin bei der letzten Mine. Alles ist sicher. Bringt diese Übertragungsdaten zu Sam Bradbar. Er wartet im republikanischen Kommunikationszentrum auf euch. So. Das heißt, wir gehen wieder zurück, oder? Beziehungsweise... Oh. Nein, das heißt, wir können wieder eine Schnellreise machen. Ja, schade ist das nicht so, wie das bei Flashpoints gibt, wo man sich einfach so rausteleportieren kann. Das wäre viel, viel besser. Na, guck mal, wie er winkt. Oh, nein, zurück. Ach, scheiße, ich dachte, ich kann sie da runterstellen. Ich hab mich echt gefragt, was dann passiert wäre. Kann ich den schon nehmen? Nee. Ja, wie gesagt, ich lasse ja auch schon die ganzen Sidequests einfach in Ruhe. Wo war das denn, wo ich mir auch so gesagt habe, boah, krass, endlich durch. Das war auch irgendein Spiel. Habe ich nicht sogar auch gedacht, das war jetzt hier das, auch das Star Wars Ding, 200 Folgen. Mach mal jetzt, glaube ich, auch nochmal so... Doch, wären garantiert so an die 100 Folgen oder so wären noch. Halleluja, also 100 Tage noch. Puh. 3 Monate durchgehend, wenn ich das jetzt durchziehen sollte, ungefähr noch. 3 Monate Star Wars The Old Republic. Ist schon eine Hausnummer. Wenn ich habe mir mal das bei Sarazar angeguckt, der hat ja nur 52 Folgen oder so gemacht. Dann habe ich mir gedacht, 52 Folgen bei Sarazar, was ist denn da los? Hat ihm dann doch wohl nicht so gefallen, hat er nicht so diesen... diesen Drang gehabt, das wirklich wahrscheinlich durchzuziehen. Kann ich aber auch irgendwo verstehen. Ach guck mal, das ist wahrscheinlich was da war. Das ist nur ein Jedi-Wächter, aber es ist kein grüner Jedi. Da ist er. Sam Bradbar. Sam Bradbar. The Bear. Agent Bradbar, ich habe die Daten aus den Minenterminals. Ihr Jedi-Typen habt was drauf. Rance hat einen guten Griff mit euch getan. Ich werde ihn kontaktieren, während die Daten entschlüsselt werden. Hier Oberbefehlshaber Rance. Meister Bowdin ist ebenfalls hier. Haben wir die Koordinaten der imperialen Kommandozentrale? Ich habe sie gerade bekommen. Sieht aus, als kämen die Befehle aus einem kleinen imperialen Stützpunkt auf der Oberfläche. Der SID hatte sich da schon umgeschaut, ist aber für kein Prioritätsziel gehalten. Aho hat darauf gesetzt, dass der republikanische Geheimdienst angesichts der Belagerung des ganzen Planeten etwas so Kleines übersehen würde. Ich glaube kaum, dass Darth Aho wirklich dort ist. Der SID berichtet, dass er für gewöhnlich auf Distanz bleibt, während jemand anderes die Lage an der Front für ihn regelt. Vermutlich hat er seiner persönlichen Schülerin das Kommando übertragen. Lord Loyard ist ebenso grausam und erbarmungslos wie ihr Meister. Der SID hat eine Akte über sie. Ist ziemlich gut mit dem Lichtschwert.
hat mindestens ein Dutzend anderer Sith in ihrer Zeit auf Korriban getötet, wurde nie dafür bestraft. Aho hat Loyat beschützt. Ihre Beziehung geht über ein Meister-Schüler-Verhältnis hinaus. Loyat ist vielleicht ein Sith-Lord, aber sie ist mir nicht gewachsen. Ihr könnt gerne versuchen, sie zu verhaften, wenn ihr wollt. Aber ich werde sie auch nicht vermissen, wenn sie umkommt. Sobald der Stützpunkt keine Gefahr mehr ist, meldet euch bei Agent Bradbury. Viel Glück. Bradbury wieder. Dann Jokert. Ah, Jokert danach. Mit dem großen Typen dann sozusagen. Dann kommt noch Fallen Empire und Tale of Thrones. Und dann Jokert. Ja. Okay, wenn ihr jetzt das so anseht, was schätzt ihr so vom... Ja, ich will jetzt nicht sagen... Ja doch, was schätzt ihr noch, wie viele Folgen es dann doch noch werden? Wenn es doch wieder mehr werden als geplant? Oder sind die Quests relativ schnell erledigt, die Hauptquests, wenn man die jetzt nacheinander... Wenn man die jetzt nacheinander macht hier? Wie gesagt, ich würde schon fast meinen, 100 Folgen sind garantiert noch drin, wa? Mit Knights of the Fallen Empire und Throne of Thrones und Jokert. Oh fuck. Lass mich in Ruhe. Die Revan-Story ist sehr lang. Oh ja, Gott. Also haben wir doch noch ein bisschen was vor uns. Na okay, was schätzt ihr? Über 100? Mehrere Flashpoints, dann Rishi, dann Yavin, das dauert. Nee, keine Flashpoints, keine Sidequests, nix. Rein nur storytechnisch plus die Erweiterung. A 20 Minuten könnten sogar 120 bis 130 werden. Kühler. I have the high ground. Schön unten bleiben. Sag mal, was macht der mit dir hier? Der hat die gerade voll gewirbelt, gezwirbelt. So ein Pinfahren, so. Hm? Tut mir leid, wenn ich das sage, aber der Kampf hier, ne? Flashpoints gehören zur Revan Story. Geschmiedetes Bündnis. Flashpoints gehören auf Rishi zur Hauptquest dazu. Ach, no way. Ach so, ich dachte, Flashpoints gibt es nicht bei Story Quests. So. Da hatte ich doch letztes Mal recht, wo wir das Ledern hier oben hatten, ne? Aber ich logge sie jetzt einfach mal komplett da durch. So, sollen wir durchlaufen und ihren ganzen Agro auf sich ziehen. Das hat ja super geklappt. Hat aber auch bei mir geklappt. Ist die ein bisschen stärker geworden? Ich meine, die Gegner müssen stärker geworden, oder? Nein. Besiege Sith-Schüler. Mach ich mit Vergnügen. Die fress ich zum Frühstück. Die letztens hast du extern angenommen, gehörte nicht zur Hauptquest. Hab's dir angeschaut, mein Freund. Ah, ja, hier. Ach man, hat man gedacht, da könnte man jetzt vielleicht so ein bisschen was drum und drehen, aber dann doch nicht. Adrian! Die Augen, ey. Zack. Da ist noch so ein Sith. Hühne! Komm schon, okay. Oh fuck, Agro noch auf die anderen gezogen. Schön, wenn du blind bist. Nuss waren es 5 bis 6 Flashpoints oder mehr, die zur Story gehörten. Jetzt echt jetzt? Ja, schon viele, meint ihr nicht?
Ich mach die eh mit hier. Ilum, Schädling des Imperiums, wunderhübsch. Auf richtig gilt das. Halleluja. Habe ich mir ja was aufgebrockt mit dem Spiel. Also nicht negativ gesehen, ne? Also mit aufgebrockt meine ich halt wie so eine Bürde. Es ist vorbei, Lord Loyard. Rance hat also den großen Streiter der Jedi geschickt, um mich herauszufordern. Eure Kampfkünste sind legendär, aber ihr werdet hier keinen Erfolg haben. Ihr habt keine Ahnung, welche Qualen ihr bald erleiden werdet. Ich bin die persönliche Schülerin von Darth Aro. Jeder, der den Namen meines Meisters hört, erzittert vor Furcht. Tut mir leid, aber es braucht schon mehr als Worte, bevor ich erzittere. Ihr wisst nichts über Darth Aro. Er verkörpert die Grundsätze des Rats der Sith. Sein Zorn ist legendär. Meister, eilt an meine Seite. Gemeinsam werden wir diese republikanischen Narren vernichten. Darth Aro? Könnt ihr mich hören? Ich bin es, Lord Loyard. Ha, Meister, ha. Seid ihr da? Habt ihr wirklich geglaubt, er würde sein Leben riskieren, um euch zu retten? Für einen Sith Lord habt ihr noch viel über die dunkle Seite zu lernen. Er würde mich nicht im Stich lassen. Das muss eine Prüfung sein. Ja, er prüft meine Stärke. Ich werde euch selbst vernichten und meinem Meister beweisen, dass ich würdig bin, ihm zu dienen. Dich pflücke ich als Erstes auseinander. Glaubet mir. Und wir kriegen relativ viel Schaden gerade. Dankeschön. Nicht wirklich, was? Gehört bei Oricon nicht eine OP dazu? Nicht wirklich eine Gruppenquest? Mich aber auch irren. Haltet ein! Ich ergebe mich! Ich gebe auf! Gibt sie jetzt auf einmal auf? Verhaftet sie! Der Stützpunkt ist sicher. Ich brauche einen Trupp, um Lord Loyard in Verwahrung zu nehmen. Aber Darth Aro hat immer behauptet, die dunkle Seite wäre stärker als die helle. Er hat geschworen, dass das Imperium immer über die Republik triumphieren würde. Er hat mich angelogen. Er hat mich benutzt. Und dann hat er mich betrogen. Ich bin nur eine Närrin. Jetzt erkennt ihr die Wahrheit. Ihr werdet für eure Verbrechen gegen die Republik zahlen müssen. Aber es ist noch nicht zu spät, einen anderen Weg zu wählen. Danke. Eure Worte spenden mir Trost. Etwas, das ich schon lange nicht mehr gespürt habe. Nehmt sie in Gewahrsam, ich muss zurück. Agent Bradbury wartet auf mich. Gehen wir es mal ganz kurz durch. Sie war ein Sith Lord, richtig? Habe ich das richtig jetzt mitbekommen, ja? Und sie hat auf einmal gesagt, sie dankt uns und alles und Hoffnung und Hassen nicht gesehen und... Also ich finde, manchmal macht das so gut wie gar keinen Sinn. Finde ich etwas. Macht irgendwie so gut wie keinen Sinn, ne? Aber jedem das seine. So, dann gehen wir nämlich rein, geben die Mission ab und dann ist es auch soweit. Dann war es das wirklich für heute. Ja, dann müsste es jetzt, glaube ich, schon nach halb sein, jawohl. Schmeiße ich mir noch die Pfanne an und dann... Oh, ich hatte auch schon gestern Abend so einen Hunger. Ja. Ja, stimmt so halbwegs. Naja, doch. Habt recht. Nehmt, was ihr tragen könnt. Vernichtet den Rest. In 5 Minuten sind wir startklar. Los! Was ist los? Aros Truppen haben gerade unseren Kommandoposten überfallen. Große Verluste auf beiden Seiten. Unsere Jungs haben sie vertrieben. Aber die Imperialen haben Oberbefehlshaber Rance gefangen genommen. Jian Da hat allen befohlen, zum Kommandoposten zurückzukehren. Ich muss zurück zum Stützpunkt. Schnappt euch eure Ausrüstung und kehrt wieder um.
Gian und die anderen werden mit euch sprechen wollen. Wir werden gleich hinter euch sein. Sehr schön. Irgendeine komische alte zerfledderte Lederhose, die super, super schlecht ist. 300 Einfluss, du hast eine neue Vermächtnisstufe erlangt. Jubeltrubel, Heiterkeit. Deswegen gehe ich jetzt hier raus, weil ich werde so oder so beim Neustart von Star Wars The Old Republic eh wieder hier rausgeschmissen. Deswegen für die YouTuber natürlich vielen Dank wieder fürs Zuschauen hier von Star Wars The Old Republic und deswegen wird die Aufnahme jetzt hier gleich beendet. Ich bleibe nur ganz kurz im Stream, werde vielleicht noch ein bisschen quatschen oder so und das war's dann auch. Deswegen vielen Dank, haut rein, bis zur nächsten Folge, ciao.